Ich glaube, jeder wäre dankbar, wenn sein Leben gerettet worden wäre. Und das gilt auch für Tiere. Das Erstaunliche an diesem süßen Elefanten ist jedoch, dass er sich an seine Pfleger erinnerte und ihnen jemanden vorstellen wollte. Aber zuerst wollen wir uns eine andere Story ansehen. Abigail, das Känguru, konnte es gar nicht fassen, wie viel Glück sie hatte. Und wie sie es ihren Rettern zeigt, ist vielleicht das Süßeste, was du jemals gesehen hast. Sie war gerade einmal 5 Monate, als sie von Freiwilligen gefunden und in die Wildtierauffangstation The Kangaroo Sanctuary in Alice Springs im Northern Territory gebracht wurde. Heute, 15 Jahre später, ist Abigail als Königin Abby bekannt und eines der beliebtesten Tiere dort. Was ist so süß daran, wie Abby ihre Menschen behandelt? Nun, um ihre Dankbarkeit zu zeigen, begrüßt sie sie jeden Tag mit einer Umarmung. Das lässt auch nicht nach. Wenn die Mitarbeiter vorbeischauen, kommt Abby zu ihnen, um ihre Arme um ihren Hals zu legen und sich an sie zu schmiegen. Obwohl Beuteltiere den Ruf haben, grüblerische, mürrische Box-Champions zu sein, würde man das nicht vermuten, wenn man ein wenig Zeit mit Abby verbringt. Sie scheint nicht böse zu sein, nein, stattdessen liebt sie es zu kuscheln. Der Park hält sie sogar für ein kleines Phänomen, denn sie ist das anhänglichste Känguru, das ihnen je begegnet ist. Laut dem Wildtierteam liegt das Glück in einer Umarmung von Abby, was eine der schönsten Sachen ist, die ich je gehört habe. Aber das ist nicht alles. Sie bekam selbst schon ein paar Babys und hat einen weiten Weg zurückgelegt, seit sie in der Wildnis ausgesetzt wurde. Sie hat es auch zu einer ziemlichen Berühmtheit gebracht und Queen Abby ist eine weit verbreitete Touristenattraktion. Die Menschen strömen nicht nur von nah und fern herbei, um sie zu sehen. Clips mit ihr gingen sogar schon ein paar Mal viral. Und wie könnte es das auch nicht, wenn es so sweet ist? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich sehne mich gerade wirklich nach einer Umarmung. Wenn du mehr über Abby erfahren möchtest, schau dir die unten verlinkte Instagram-Seite an. Wie Beuteltiere sind auch Löwen dafür berüchtigt, groß und furchteinflößend zu sein. Das kann ich nicht bestreiten. Mit scharfen Krallen und noch schärferen Zähnen und einem kleinen Ego-Problem würde ich mich persönlich nicht mit ihnen anlegen wollen. Aber diese wunderschöne Raubkatze erweckt überhaupt nicht diesen Eindruck. Wahrscheinlich hast du diesen prächtigen König der Tiere schon ein paar Mal im Internet gesehen. Schließlich ist es nicht alltäglich, dass sich ein Mensch mit einem Tier anfreundet, so wie diese Dame mit Jupiter. Im Internet kursieren mehrere Clips von ihm, in denen er seine menschliche Mutter umarmt, weshalb er auch als der küssende Löwe bekannt ist. Aber was ist die Geschichte dahinter? Jupiter wurde vor über einem Jahrzehnt aus schrecklichen Umständen gerettet. Er verbrachte sein Leben als Zirkustier, dem alle Krallen entfernt worden waren und der misshandelt wurde. Ana Julia Torres war die Frau, die ihn rettete und pflegte. Sie schockierte alle mit ihrer Gelassenheit, die sie diesem über 300 Kilogramm schweren Kater entgegenbrachte. Aber sie selbst fand nichts Seltsames an der Art und Weise, wie sie und Jupiter miteinander schmusten. Tragischerweise wurde Jupiter jedoch im Jahre 2019 aus Torres Obhut genommen, nachdem die Behörden entschieden hatten, dass sie nicht über die richtigen Dokumente verfügte, um ihn zu halten. Mit gebrochenem Herzen war Torres gezwungen, sich von ihrem Sohn zu verabschieden, aber nicht einmal 2 Jahre später wurde sie wieder gebraucht. Leider wurde Jupiter nach dem Abschied schwer krank und lange Zeit konnten seine Pfleger nicht herausfinden, warum. In seinem neuen Zuhause war er stark abgemagert und wog nur noch 90 Kilo, als er wieder mit ihr zusammengeführt wurde. Die Menschen waren empört über seinen Zustand und verzweifelt darüber, dass er überhaupt von seiner Betreuerin getrennt worden war. Glücklicherweise wurde Jupiter schnell in den Zoo von Kali gebracht, wo Torres sich um ihn kümmern und ihm den nötigen Trost spenden konnte. Es stellte sich schnell heraus, dass er schwer an Krebs erkrankt war und es gab leider nicht mehr viel, was man für ihn tun konnte. Obwohl Torres behauptete, dass die Liebe, die er und ich füreinander empfinden, ihn retten wird, erlag er schließlich seiner Krankheit. Trotz seines Todes war es ein Wunder, dass er in seinen letzten Monaten wieder mit seiner Mutter vereint werden konnte. Und ich kann mir nicht mal ansatzweise vorstellen, welche Freude er empfand, als sie sich um ihn kümmerte.
Sonja, die Bärin, hat ihr Leben vielen Personen zu verdanken. Aber es gibt einen besonderen Mann, der einen Platz in ihrem Herzen hat. Jonathan, und sie kann nicht genug von ihm bekommen. Sonja war verwaist, aber wurde zum Glück von Mitgliedern des Orphaned Wildlife Center in Otisville, New York, gerettet. Hier fand sie ein neues Zuhause und konnte sich mit einigen Freiwilligen anfreunden. Aber Jonathan wurde schnell zu ihrem absoluten Liebling. Die beiden bauten eine unglaubliche Bindung auf, sodass Sonja untröstlich war, als er das Zentrum verlassen musste. Traurigerweise wurden Sonja und Jonathan jahrelang getrennt, zumindest bis vor kurzem. Als Jonathan beschloss, seinem pelzigen Freund einen Besuch abzustatten, war nicht klar, ob sie ihn erkennen würde. Schließlich hatten sich die beiden schon lange nicht mehr gesehen und Pätze sind nicht gerade dafür bekannt, dass sie sich an vieles erinnern. Aber in dem Moment, als sie ihn erblickte, schmolz die Zeit dahin und sie war außer sich vor Freude. Sie erinnerte sich nicht nur an den Mann, der sich damals um sie kümmerte, sondern auch an das einzigartige Spiel, das die beiden verband. Ein Beobachter, der das Video gefilmt hatte, erzählte von dem Wiedersehen. Sie hat ihn seit vielen, vielen Jahren nicht mehr gesehen, aber nie vergessen. Es ist schön zu wissen, dass die Tiere die Freundschaft zu uns genauso schätzen wie umgekehrt. Und nun die Story, auf die du gewartet hast. Als Yatta, der Elefant, gerade einen Monat alt war, wurde sie in der prallen afrikanischen Sonne sich selbst überlassen. Tragischerweise wurde ihre Mutter von Jägern getötet, die ihre Stoßzähne wollten. So blieb die arme Yatta allein zurück und schrie um Hilfe. Glücklicherweise hörten einige Männer, die im Tsavo-Ati-Dreieck des Tsavo-Ost-Nationalparks arbeiten, ihr Klagen und machten sich auf den Weg, um nachzusehen. Dort fanden sie die Süße und wussten sofort, dass sie ihr helfen mussten. Sie brachten sie zum David Sheldrick Wildlife Trust, einer Auffangstation, die sich der Rehabilitation verwaister Elefanten widmet. Es ist die erste ihrer Art und zweifelsohne die erfolgreichste. Dort arbeiten die Mitarbeiter und Freiwilligen unermüdlich daran, Elefanten wieder auf die Beine zu bringen, bevor sie in ihren natürlichen Lebensraum zurückkehren. Es ist ihnen gelungen, über 100 Dickhäuter wieder auszuwildern und noch mehr zu versorgen. Doch trotz der harten Arbeit und der Liebe war Yattas Übergang nicht ganz einfach. Ohne ihre Mutter hatte sie nicht nur psychisch zu kämpfen, sondern litt auch unter ernsten gesundheitlichen Problemen. Sie war schwach, hatte steife Gelenke und brach häufig zusammen. Mit einer Behandlung wurde sie jedoch langsam wieder gesund, bis sie im Alter von 10 Jahren wieder freigelassen werden konnte. Obwohl es allen schwer fiel, sich von ihr zu verabschieden, wussten sie, dass der Zeitpunkt richtig und sie bereit war, ihr eigenes Leben zu beginnen. Die Menschen hatten wahrscheinlich nicht damit gerechnet, Yatta wiederzusehen. Du wirst also nicht glauben, wie überrascht sie waren, als sie von sich aus mit einem ganz besonderen Gast an ihrer Seite in die Rettungsstation zurückkehrte. Ihrem neugeborenen Sohn, den die Retter kurzerhand Jojo tauften. Während ihres unerwarteten Besuchs klebte Jojo an ihrer Seite, schien aber gleichzeitig sehr aufgeregt zu sein. Woher sie das wussten? An der Art und Weise, wie er mit den Ohren flatterte und freudig mit seinem Rüssel herumfuchtelte. Noch erstaunlicher war, dass sie noch jemanden dabei hatte. Ihre erstgeborene Tochter Yeto gesellte sich zu den beiden und bot ihre Hilfe an, um sich um ihren kleinen Bruder zu kümmern. Über die unerwartete Zusammenkunft sagte ein Mann, sie ist eine stolze Mama. Und als Zeichen des Vertrauens und der Zuneigung brachte sie ihre Babys zurück, um die Personen kennenzulernen, die sie gerettet haben. Wer hätte gedacht, dass Elefanten so sentimental sind? Weiter sagt Rob Branford, wir haben nicht nur ein Waisenkind gerettet und aufgezogen, sondern sie auch erfolgreich in die Wildnis integriert. Für Elefanten ist die Familie alles, daher ist es nicht verwunderlich, dass sie ihr neues Mitglied mit ihren Betreuern teilen wollte, denn sie sind ein Teil ihrer Verwandtschaft. Ich weine nicht. Wie bezaubernd waren diese Rettungsgeschichten. Vielen Dank fürs Anschauen und bis bald zum nächsten Video.